Hey ho, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD. Wir sind ja eigentlich immer noch hier damit beschäftigt, die Spezialportale zu suchen, und wir sind ja jetzt ja auch hier gerade wieder bei Riku unterwegs. Und ich bin ja mal gespannt, wo hier noch überall was war. Also hier war ja erstmal was. Hier ist auch was, sehr gut. Und was haben wir hier noch? Ist hier noch irgendwas? Nein, hier ist nichts. Okay, alles klar. Ja, ich glaube, hier waren sogar diesmal eine Menge Portale zu finden. Naja, mir soll es recht sein. Es ist nur die Frage, wo muss ich jetzt suchen? Ich glaube, hier war das sogar tatsächlich so, da muss ich ja irgendwo hier bei der Bühne mal schauen, ob da jetzt das Portal ist. Bin jetzt aber nicht mehr so sicher. Obwohl, nee, halt. Bei der Bühne habe ich doch eigentlich schon mal ein Portal gefunden, oder nicht? Ja, könnte sein, dass es irgendwo da oben ist. Was zum... Ich wollte eigentlich das hier machen, genau. So, und stipp. Ah, oh, verdammt. Gut, wir haben ihn erwischt. Und jetzt können wir uns mal umsehen. Also, warte mal, es war ja irgendwo da ganz oben auf der Treppe. Au. Also echt mal, ich mag das Ding irgendwie nicht so wirklich. Bin ich jetzt... Ach nee, warte mal, halt. Da habe ich die falsche Stelle abgesucht. Das muss irgendwo hier sein. Hier, genau. Oh, und was sagt man dazu? Da ist es ja schon. Das ging ja schnell. Au. Okay, hier sich zu bewegen ist nicht einfach. Okay, aber wir haben den ersten zumindest schon mal erwischt. Oh, nein! Und gewonnen! Naja. Hätte jetzt echt schlimmer sein können, ehrlich gesagt. Schön, und was kriegen wir jetzt dafür erstmal? Nur so nebenbei. Ja, düstere Fantasie. Gut. Also nichts Besonderes. Alles klar, dann können wir weitermachen mit der nächsten Welt. Da habe ich ja gleich hier eins gesehen. Jetzt ist nur die Frage, wo muss ich suchen? Ich meine, ich könnte ja natürlich erstmal draußen schauen, also ich muss da, glaube ich, erstmal ein bisschen genauer sein jetzt, weil ich habe echt keine Ahnung, wo ich jetzt das Portal suchen soll. Na gut, hier ist auf jeden Fall keines. Könnte sein, dass es das schon ist. Ah, ups. Mein Fehler. Bin ich jetzt versehentlich hier wieder durch die Tür geslidet? Dabei wollte ich eigentlich ja das hier machen. Au. Bin ich ja mal gespannt. Ah, okay, das ist jetzt nur ein einfaches Kampfportal. Alles klar, dann ist das hier also das Falsche. Dann muss es also irgendwo in der Welt der Musik sein. Lass mal schauen. Warte mal, das hier ist es nicht. Das hier auch nicht. Okay, das ist der einzige Zugang hier. Die Welt der Musik betreten? Ja, okay. Machen wir. So, dann einfach mal sehen. Hoffentlich habe ich jetzt eigentlich auch wirklich jetzt ein bisschen Glück und muss nicht zu lange danach suchen. Au! Hä? Ach, da ist ja noch einer.
Auf jeden Fall ist da ein Portal. Jetzt hoffen wir mal nur, dass es das ist, das ich auch suche. War beim letzten Mal auf jeden Fall nicht hier, das weiß ich ja. Und Tatsache. Und trifft mit mindestens 10 Link-Angriffen. Hm, ob ich das hinbekomme? Oh ja, das kann ja nicht so schwer sein. Okay, aber wo ist denn der jetzt? Ach, hier. So, dann stirb mal, du Pferd. Mann. Im Ernst, fliegende Gegner nerven einfach nur. Oh, nur ein Schlag? Wie habe ich das denn jetzt hinbekommen? Warum hat das jetzt so viel Schaden gemacht? Ach, egal, vergessen wir es einfach mal. Hat geklappt und deswegen, jo. Ging es ja wenigstens schnell diesmal. Epische Fantasie erhalten. Oh, cool. Kann ich daraus eigentlich irgendwas Neues herstellen? Müssen wir mal schauen. Was habe ich denn alles so? Wir haben das Teil schon. Den Geraufbold habe ich ja noch gar nicht. Dafür brauche ich 7-mal edle Laune. Oh Mann. Obwohl, die könnte ich echt kaufen, oder? Kann sein. Mal unglaublich, was hier noch so alles fehlt. Den hätte ich eigentlich auch noch gerne, die Schockmieze. Obwohl, warte mal, kann ich lebhafte Fantasie nicht eigentlich kaufen? Ich guck mal im Laden nach. Vielleicht habe ich ja Glück. Einmal noch mal kurz gucken und dann können wir ja gleich wieder verschwinden. Aber es läuft auf jeden Fall, das ist schon mal sehr gut. Gut, Welt der Musik verlassen, klar. Und dann schauen wir mal, was hier zu kaufen ist. Aha. Gut. Edle Einbildung, alles klar. Edle Laune, ja, Tatsache, haben wir hier. War ja 4 Stück, wenn ich mich jetzt nicht irre. Da können wir ja vielleicht eigentlich ja tatsächlich mal die Schockmieze herstellen. Oder? Ah, nee, falsches. Lebhafte Fantasie brauchte ich. Aber wofür brauchte ich jetzt eben nochmal edle Laune? Hier jedenfalls nicht. Hier auch nicht. Warte mal, edle Fantasie war das, ne? Nee, lebhafte Fantasie. Okay. Ah, edle Laune war hier für den. Alles klar. Okay, dann brauche ich lebhafte Fantasie. Gucken wir mal nach. Also es müsste eigentlich da sein. Hoffe ich mal zumindest. Verstörende Einbildung, lebhafte Laune. Edle Laune. Oh. Okay, ist doch nicht dabei. Schade. Na gut, dann habe ich eben gerade umsonst Geld ausgegeben. Aber ist egal, macht ja nichts. So, dann machen wir einfach mal weiter. Unser nächstes Ziel. Tja. Was könnte das sein? Das weiß ich jetzt nicht. Hier brauche ich jedenfalls keins. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Und, warte mal, vielleicht in Traverse Town? War da was? Tatsache. Gut, ich glaube, da weiß ich sogar, wo das Teil zu finden ist. Ich hoffe es zumindest mal. Ja, das hier ist es auf jeden Fall nicht. Freundschaftsportal. Auf jeden Fall muss ich ja da vorsichtig sein, denn ich darf auf keinen Fall auf den Brunnenplatz rauf. Was aber natürlich ein bisschen blöd wäre, wenn da jetzt hier das Portal wäre. Dann kann ich es leider nicht öffnen. Weil ich ja erst dann den geheimen Boss dort machen müsste. Das ist ja natürlich nicht so gut.
Au! Verdammt! Okay, da ist in der Mitte ein Portal. Da hinten. Ihr auch noch? Dann sind wir für durch, hoffe ich mal. Ja. Portal. Tyrannrex, mach mal bitte Platz hier. Oh, nur ein Kampfportal ist das. Schade. Dann bin ich hier leider total verkehrt. Na gut, dann werde ich am besten erstmal Travers Nordwest erstmal hier überprüfen. Aber dafür muss ich mal kurz auf die Weltkarte raus. Also ich darf ja, wie gesagt, auf keinen Fall auf den Brunnenplatz rauf. Denn sonst gibt's ein Problem. Denn den Boss wollte ich ja jetzt eigentlich ja noch gar nicht zeigen. Also hoffe ich mal echt inständig, dass er lieber irgendwo hier ist. Zum Beispiel da drinne. Leider nicht, schade. Das war leider ein totaler Fehlgriff. Okay, und hier ist überhaupt kein Portal zu finden. Nö, absolut nicht. Dann vielleicht im Garten. Auf jeden Fall sind hier zwei Portale. Ja, eines davon weiß ich ja, ist das Geheimportal, das den Kistenklopper hier enthält. Aber ob ich den schon besiegen kann, das weiß ich leider noch nicht. Weil das Ding ist wirklich verdammt stark. Gut möglich, dass ich ja vielleicht in der Lage bin, in Lassite Klosch ja jetzt eigentlich den Kriegsspeier zu erledigen. Das könnte sein. Okay, das ist das Geheimportal. Das interessiert mich nicht. Wo ist das andere? Irgendwo da hinten. Au! Okay, hier ist das Spezialportal. Alles klar, dann machen wir das mal hier schnell fertig. So, das war's. Das haben wir wenigstens schnell erledigt. So, und ein bisschen Zeit habe ich eigentlich ja noch. Also jetzt zu Sora zu wechseln wäre vielleicht noch nicht so gut. Also es wäre vielleicht ein bisschen zu früh, wenn ich ehrlich sein soll. Aber immerhin, wir haben drei Portale gefunden. Das ist doch schon mal ein sehr guter Fortschritt. Bin ja mal gespannt, wie viele ich noch habe. Also ich weiß ja, mindestens eins wird ja wahrscheinlich noch in der Welt, die niemals wahr sein. Sogar mehr als eins. Viel mehr als eins. Aber wo das ist, ich habe keine Ahnung. Gut, ich werde dann einfach mal kurz zur Weltenkarte gehen. Also wie gesagt, gegen den Kistenklopper habe ich wahrscheinlich noch keine Chance, weil die sind noch ein bisschen fies. Ich meine, sie sogar erstmalig zu besiegen war schon eigentlich sehr schwer. Aber hier, das könnte was werden. Probieren wir mal unser Glück. Also wenn ich mich jetzt nicht irre, sollte ja der Kriegsspeier ja eigentlich ja hier oben zu finden sein. Ja. Genau dieses hier. Ach Mann! Immer diese Gegner! Versuchen wir mal unser Glück. Der wird zwar sehr stark sein, aber ich denke mal, wir kriegen ihn hin. Huh!
Okay, wieso konnte ich ihn jetzt da nicht treffen? Okay, da habe ich jetzt echt nicht aufgepasst. Okay, die Attacke hat er aber vorher noch nicht drauf gehabt, oder? Ah, Mann! Das hätte mich auch trotzdem noch trifft, obwohl ich ausweiche. Oh, Sau! Ich hasse dich! Aber es läuft. Oh nee, es kann doch nicht wahr sein. Mist! Nee, es wird so nix. Warte mal, einmal kurz den Kampf verlassen wäre eigentlich eine gute Idee. Ich glaube, ich brauche unbedingt Magiehass, sonst klappt das nicht. Ich muss mir erstmal schnell die Fertigkeiten checken, weil so funktioniert das ja absolut gar nicht. Ich habe ja nicht einmal Magiehast hier drinne. Ist ja kein Wunder, warum ich hier so abkacke. Das ist doch nicht normal. Warte mal. Können eigentlich die Geister irgendwie noch was machen? Okay, warte mal. Tyrannrex hat ja nicht mehr viel. Dann könnte ich ja mal kurz... Genau, ein paar Linkpunkte noch dazu packen. Ja, es sieht gut aus. Noch ein paar Punkte mehr und dann kann ich ja wenigstens auch gleich wieder die Geheimroute öffnen. Oh, gut, der wird richtig fröhlich. So, das reicht schon. Haben wir erstmal Meteorsalve und wir haben eine neue Geheimroute. Sehr gut. So, okay, das können wir auch noch mal schnell öffnen. Und was haben wir dann hier? Feuersbrunst. Oh, das hört sich gut an. Die will ich auf jeden Fall lernen. Und hier haben wir Feuersalve. Oh, was hast du? Ah, gut, wir haben ja Linkverbindungen geöffnet. Das ist sehr schön. Okay, was kannst du hier lernen? Ach so, Combo Plus. Okay, das war also nicht nötig. Okay, hier öffnet sich aber auch schon fast eine Route. Also gut, dann werden wir auch mal dem Drachen nochmal hier so ein bisschen Zuwendung hier geben. Okay, Riodraches Stimmung hat sich zu Fafnir verändert. Sehr gut. Bin ja mal gespannt, was diese neue Stimmung mir bringt. Weil das verändert ja so ein bisschen sein Kampfverhalten. Okay, gut, dann versuchen wir mal unser Glück. Ich kann das öffnen. Aber mir fehlen noch ein paar Punkte. Oh, hier kann Fafnir auch Meteorsalve lernen. Oh, okay, gut. So, und wir können nochmal die Route öffnen. Jetzt versuche ich es mal. Bin ich ja mal gespannt, wo er mich dorthin führt. Okay, hier geht's auch zu Feuersbrunst. Sehr schön. Ich hoffe jetzt mal wirklich, dass es jetzt auch echt dieselbe Funktion ist, wie eigentlich auch das, was ich normalerweise so habe. Okay, auf jeden Fall, die Boost-Fähigkeiten sind schon mal sehr genial, aber es dauert noch eine Ewigkeit, bis er endlich die Fähigkeiten erlernt. So.
Dann machen wir noch das hier, den Tiger erstmal hier aufleveln. Attacke hast. Okay, nur Attacke-Hast-Fähigkeiten sind das. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber egal. Ich kann Rico aber trotzdem hier nochmal ein paar HP-Booster geben. Oh, na toll. Da fehlen erstmal noch zwei Link-Punkte. Warte mal. Okay, das mag er. Okay, unbarmherzig. Alles klar. Okay, die Stimmung hatte er aber vorher schon, sonst hätte ich ja die Meldung bekommen. Gut, das reicht dann auch erstmal für den Anfang. Zweimal HP Boost. Okay, was kannst du hier lernen? Erfahrungsboost. Brauche ich nicht mehr, habe ich ja schon. Aber Attacke hast es nicht verkehrt, hier auch nicht. Schlafblocken. Nochmal Attacke hast. Und Angriffskraft-Boost. Ja, das könnte was vielleicht werden. Mal sehen. Warte mal, ich muss noch mal kurz gucken. Okay. Gut, für Feuersprungs brauche ich eigentlich noch mal genau 400 Link-Punkte. Ich könnte sie eigentlich auch so verpassen, dass ich hier einfach mal alle noch mal füttere. Dann kommen wir die bekommen wir die Punkte eigentlich noch sehr schnell zusammen. So, hier hat er erstmal ein bisschen Eis. Jetzt müsst ihr es aber auch bitte essen, okay? So, okay, gut. Ja, es kann aber noch eine Weile dauern wahrscheinlich. So, hier kriegt ihr noch ein paar leckere Kekse. Ich glaube, ich werde euch vielleicht mal sogar gleich den Königskuchen hier geben. Weil der bringt ja eigentlich am meisten Punkte. Ja, auf jeden Fall sind sie richtig glücklich. Gut. Später können wir auch noch mal ein bisschen mit ihnen spielen. Alles klar. Ah, okay, ich habe jetzt eigentlich nur noch 7 Minuten. In der Zeit schaffe ich, glaube ich, den Kampf gar nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ach, ich probiere es einfach nochmal. Einen probieren wir nochmal. Okay, dann los. Noch einmal Geheimportal gegen den Kriegsspeier. An sich lief es ja gut, nur dass meine Heilfähigkeiten leider immer jedes Mal viel zu lange gebraucht haben. Ja, das lief eben gerade ein bisschen blöd. Tyrannrex wurde ja eben gerade ja total ausgenockt hier gerade. Oh, Alter! Du Sau! Okay, ich glaube, hier auf dem Gelände habe ich wahrscheinlich bessere Chancen gegen ihn. Ja, ich denke mal, hier ist es besser. Hier auf weit offenem Gelände habe ich bessere Chancen, ihm auszuweichen. Ah, ja. So viel zum Thema dazu, ne? Ja, auf jeden Fall trifft da der Ballonradzauber besser. Ja, es läuft.
Okay, der Kampf ist einfach. Wenn man weiß, wie man es anstellen muss. Okay, muss aber immer jedes Mal noch warten, bis meine Zauber sich wieder aufladen. Au. Gut, wir haben es geschafft. Gewonnen! Yes! Na also, es hat ja wunderbar funktioniert. Tja, kann man mal sehen. Wenn man sich auch das Gelände so zunutze macht, dann läuft es schon wesentlich besser. Ja, auf diesem weiten Feld, da konnte er mich ja fast gar nicht treffen. Warum habe ich das nicht vorher getan? Das hätte mir so einiges erspart. Naja, aber was soll's. Damit haben wir mit Riku schon ein zweites Geheimportal jetzt hier abgeschlossen. Das motiviert mich irgendwie ganz schön. So, Geschichte ist ja vollständig. Glossar ist vollständig. Charakterliste ist vollständig. Warte mal. Wieso ist die Charakterliste schon vollständig? Also irgendwas fehlt doch da noch. Naja, auf jeden Fall haben wir ja erstmal das hier alles. Die ganzen Charaktere. Die wurden ja alle anscheinend ja auch nochmal hier freigeschaltet, als wir ja hier durchfahren. Ein Trophäenschrank. Ah, da fehlt ja noch sowas. Ja, das habe ich eigentlich auch schon alles erstmal fertig. Einmal Geschichte abgeschlossen, einmal den Profimodus abgeschlossen. Irgendwann kommt sogar mal Veteran dran. Mit allen Geistern hat Höchstwerte erreicht. Das wird dauern. Portalprofi für den Abschluss aller Spezial- und Geheimportale. Ja, da bin ich ja gerade dabei, praktisch. Beweis, dass du im freien Fluss 1000 Gegner besiegt hast. Das habe ich noch nicht. Das muss ich noch irgendwie kriegen. Ah, okay. Und das hier brauche ich auch noch. Ein Exemplar jeder Geisterart. Veteranmodus, ja, kriegen wir auch noch irgendwann mal hin. 50 Gegner besiegen. Ja, mindestens 50 Linkverbindungen mit Geistern. Oh Gott, da hänge ich so oft hinterher. Aller wertverbesserte Fähigkeiten. Prinz Kairu, ja. Wertverbesserte Fähigkeit. Ich hoffe mal, das hat ja irgendwie was damit zu tun, dass ich das Maximallevel mit Zora und Riku erreichen muss. Okay, und Beweis für alle Schlüsselschwerter. Gut. Wir haben es geschafft. Ich kann es gerne nochmal wiederholen, aber nein, ich habe keine Lust darauf. Nee, nee, stattdessen, ja, das würde ich mal sagen. Ich bedanke mich mal wieder hier recht herzlich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal, dann machen wir wieder mal mit Zora weiter, Geheimportale zu suchen. Naja, wo die ja sind, weiß ich ja schon. Also eigentlich brauche ich ja Spezialportale, also da bringe ich ja wieder mal ein bisschen was durcheinander, nicht wahr? Nee, also genau, wir machen ja mit Zora dann weiter, Spezialportale zu suchen. Hoffentlich haben wir dann nicht mehr allzu viele. Ist ja auch manchmal ein bisschen blöd, wenn die immer jedes Mal so zufällig auftauchen. Aber okay, also dann bis zum nächsten Mal und tschüss!